Beiträge aus der Heimat und über die Heimat produzieren wir im Regionalfernsehen Oberbayern jeden Tag. Auch die Geschichte von der Kuh, die ein Pferd sein wollte. Nun soll die Region aber auch ein Heimatfilmfestival bekommen. Ein Festival, das alle 2 Jahre die ganze Region zu einer Festivalregion machen soll. Es wird um dieses Filmfestival drumherum viele periphere Veranstaltungen geben. Da können Kunstausstellungen sein, da können Lesungen sein, das können neue Volksmusik sein. Also alles, was mit diesem neuen Heimatfilm zu tun hat, kann man dann in diesen 8 bis 10 Tagen en bloc sehen. Und das rentiert sich mit Sicherheit, dorthin zu kommen, um dort Heimat in seiner Gänze zu erfahren. Das Projekt ist jetzt in der Heimat in Altötting vorgestellt worden. Noch sei das Konzept zwar nicht ganz fertig, aber die Grundidee sei, das Heimatfilmfestival in mehreren Städten gleichzeitig stattfinden zu lassen, von Trostberg bis Haag. Ein internationales Festival mit Filmen, die sich in verschiedener Form mit Heimat beschäftigen. Heimat ist das, wo man lebt, und das muss man zeigen, und das wollen wir filmisch darstellen und uns auseinandersetzen mit den Freuden, Dingen, mit den traurigen, mit den ernsten Dingen, und das soll das ganze internationale Festival des neuen Heimatfilms zeigen. Prominente Unterstützung ist auch schon mit an Bord. Die Kabarettistin Lisa Fitz unterstützt das Projekt, auch weil sie findet, so ein Festival könne ein Gewinn für die Menschen in der Region sein. Jeder hat einen Mehrwert für sich. Erstens mehr Unterhaltung natürlich, zweitens Reflexion, wo wohne ich, wie bin ich, was ist hier schlecht, was ist gut. Vielleicht auch, wie geht's Fremden, wenn sie zu uns kommen? Wie geht's anderen in anderen Heimaten verglichen mit meiner? Und es kann man endlos weiterspinnen, eigentlich den Gedanken. Wenn es mal da ist, das Festival. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, der ohne Unterstützung kaum zu bewältigen sei. Erste Unterstützer gibt es bereits. Unterstützer, die sich von diesem Festival für die Region einen Mehrwert erhoffen. Wir werden nur dann erfolgreich in der Zukunft arbeiten können, wenn die Bevölkerung hier zufrieden ist. Und nur wenn die Bevölkerung hier zufrieden ist, dann wird die auch hier bleiben und hier wohnen wollen. Und da sind wir jetzt natürlich mehr in der Provinz stärker gefragt wie in der Großstadt, dass wir Angebote machen, dass eine junge Familie sagt, da ist schön und da wollen wir bleiben. Deshalb wird nun also daran gearbeitet, die Biennale Bavaria International zu installieren. Im Oktober 2019 soll dieses Heimatfilmfestival zum ersten Mal veranstaltet werden.